Thank you very much. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind bei unserem heutigen Webinar aus unserer Online-Vortragsreihe Die vielen Gesichter des kontemporären Antisemitismus. Ich freue mich sehr, dass wir heute Professor Monika Schwarz-Frisell dafür gewinnen konnten, bei uns vorzutragen und dass sie es geschafft hat, trotz ihres wirklich sehr knappen Zeitplanes heute zu uns zu kommen. Die Forschung von Frau Professor Schwarz-Frisell hat vor allen Dingen neben vielen anderen Sachen, aber insbesondere eben auch eine Sache an konkreten empirischen Daten ganz besonders deutlich gemacht, nämlich dass Antisemitismus ein Phänomen ist, was immer auch aus der Mitte der Gesellschaft kommt und aus den gebildeten Schichten und eben kein Phänomen der Ränder. Das ist etwas, was wir eigentlich aus den historischen Kontexten wissen. Ja, wir wissen auch, dass in Nazi-Deutschland die Universitäten die ersten gewesen sind, die die Juden rausgeschmissen haben. Die Forschung von Frau Professor Schwarz-Frisell zeigt das aber auch nochmal, belegt das auch nochmal für die Gegenwart an ganz konkreten empirischen Daten und auch sehr großen Mengen von Daten. Und das hat sie unter anderem in den Büchern, in einigen von ihren Büchern aufgearbeitet, die ich hier ganz kurz zeigen möchte. Sie müssten jetzt meinen Bildschirm sehen können. Genau. Und ihr neuestes Buch, Toxische Sprache und geistige Gewalt, macht auch nochmal ganz besonders deutlich, wie antisemitische Narrative mit der Alltagssprache ganz eng verwoben sind. Das Buch Judenhass im Internet zeigt, basiert auf Ergebnissen einer Langzeitstudie, bei der zwischen 2009 und 2013, also über einen Zeitraum von 4 Jahren, 500.000, also 1/2 Million Posts im Internet ausgewertet worden sind. Und die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert, das Frau Professor Schwarz-Frisell mit Yehuda Reinhartz zusammen verfasst hat, wertete im Zeitraum zwischen 2002 und 2012 über 14.000 E-Mails aus, die an jüdische Einrichtungen und ist zum Teil auch israelische Einrichtungen, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Europa geschickt worden sind. Und eine englische Fassung von diesem Buch, und das ist vielleicht auch für die Runde hier ganz wichtig, weil wir ja auch viele englischsprachige Gäste hier dabei haben, ist 2017 erschienen bei Brandeis University Press unter dem Titel Inside the Antisemitic Mind. Frau Professor Schwarz-Frisell leitet das Institut für Linguistik an der Technischen Universität Berlin, ist Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin. Und ich möchte, wird, wie gesagt, heute insbesondere über diesen Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft, aus den intellektuellen Diskursen reden und darüber reden, wie gerade diese intellektuellen Diskurse und die Diskurse in der Mitte der Gesellschaft eine ganz entscheidende Rolle dabei spielen, dass Antisemitismus in der Gesellschaft verbreitet wird. Und ich möchte gerne einen kurzen Satz aus Ihrem aktuellen Buch zitieren, Toxische Sprache und geistige Gewalt. Da schreibt Professor Schwarz-Frisell unter anderem, wie soll ein weitreichendes Umdenken und Aufarbeiten des Antisemitismus stattfinden, wenn man nur auf die Springerstiefel Antisemiten schaut, Bischöfe, Nobelpreisträger und Gelehrten, aber alles durchgehen lässt. Und ich denke, diese Problematik eben nicht nur auf den Antisemitismus an den Rändern zu schauen, sondern eben auch in der Mitte der Gesellschaft und in den intellektuellen Diskursen. Darum soll es heute gehen. Frau Professor Schwarz-Frisell, ganz herzlichen Dank. Sie werden etwa eine halbe Stunde reden und danach haben wir Zeit für Fragen. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Marc, für die Einführung. Geben Sie mir kurz ein paar Sekunden, dass ich jetzt meinen Bildschirm freigebe. So, mal schauen. Das müsste sie sein. Ja, Sie müssten das jetzt sehen. Alle, geben Sie kurzes Feedback. Daumen hoch. Wunderbar. Ja, prima. Gut, dann können wir anfangen. Also, ich begrüße Sie. Und wie Marc Neubrüschel schon in seiner Einführung gesagt hat, es geht um den Antisemitismus der Mitte. Es geht vor allem aber eben um den gebildeten und es geht um den progressiven und linken Antisemitismus der Mitte.
Und Moment, jetzt ist bei mir hier gerade eine Fehlermeldung. Nee, das müsste Fehlermeldung sein. Moment, nein, immer noch Fehlermeldung. Und jetzt. Ich kann nicht weiterklicken. Eine Sekunde. Haben Sie Geduld? Jetzt. Ja, jetzt hat es geklappt. Okay. Also, es geht auch um das Versagen nach dem 7.10.23. Und dieses Versagen hat eine lange Vorgeschichte. Sie alle wissen, am 7.10.23 hat ein unvorstellbares Massaker stattgefunden. Und eigentlich hätten die Bestialitäten bestimmte Reaktionen in der zivilisierten und demokratischen Welt hervorrufen müssen. Aber es gab nicht die Solidaritäts- und Mahnwachen, es gab nicht die Blumen für die Opfer vor israelischen Botschaften, es gab keine Großdemonstrationen gegen dieses Massaker. Es gab insgesamt auch ganz klar keine gesamtgesellschaftliche Betroffenheit, obwohl dieses Pogrom das Schlimmste war seit der Shoah. Stattdessen haben wir ein sehr bedrückendes Schweigen konstatieren müssen, das mit einer extremen Empathieverweigerung einherging. Im öffentlichen Diskurs kam immer wieder die Ja-Aber-Rhetorik. Wir haben in zahlreichen Kommentaren eine Täter-Opfer-Umkehr erleben müssen. Und neben den massiven Zunahmen antisemitischer Vorfälle, sowohl physischer als auch nicht physischer Natur, haben wir insbesondere eben Antisemitismen im Campus-Antisemitismus, aber im gesamten Bildungs-, Kunst- und Kulturbereich gesehen. Und es fiel natürlich sehr, sehr stark auf, dass ausgerechnet diejenigen, die sich sonst effektvoll in Szene setzen für das Gute und für die Weltverbesserung, also die sogenannten Friedensaktivisten, die Antirassisten, die Feministinnen, die Woken, die politisch Korrekten, die schwiegen oder aber drifteten in eine antisemitisch, anti-israelische Rhetorik ab. Und ich werde in meinem Vortrag zeigen, dass der Boden seit Jahrzehnten gelegt wurde für die Empathieverweigerung, die wir eben auch als gesamtgesellschaftliches Phänomen gesehen haben. Und ich werde argumentieren, dass der Feuilleton-Antisemitismus, so nenne ich das Phänomen, also ein Antisemitismus vor allem von linken und progressiven Akademikern, Künstlern und Kulturschaffenden, tatsächlich die geistige Basis ist für aktuelle Judenfeindschaft und daran gekoppelt das extrem anti-israelische Narrativ. Marc hatte es schon angesprochen, ich bewege mich im Rahmen der empirischen, nicht der theoretischen, sondern der empirischen Antisemitismusforschung. Das ist immer wieder wichtig zu betonen. Ich arbeite mit authentischen Daten, das heißt mit großen Datenmengen, die natürlich erhoben wurden. Und neben den aktuellen Corpora, von denen Sie hier die drei wichtigsten sehen, also ein großes E-Mail-Korpus, Social Media, World Wide Web-Korpus und ein öffentliches Diskurskorpus, vergleiche ich eben diese aktuellen Daten immer auch mit einem historischen Korpus, um abschätzen zu können, um erklären zu können, hat sich etwas verändert im modernen Diskurs oder welche alten Muster sind tatsächlich bis heute auch nach 2000 Jahren teilweise noch erhalten. Wichtig ist auch für meinen Rahmen, dass ich als Kognitionswissenschaftlerin eine bestimmte Perspektive dabei einnehme. Für mich ist nicht in erster Linie die Frage relevant, ob jemand ein Antisemit ist oder nicht, sondern für mich ist die Frage relevant, ob jemand mit seinen Äußerungen Antisemitismus artikuliert. Und ob das bewusst oder unbewusst geschieht, spielt für das menschliche Gehirn überhaupt keine Rolle. Ja, das menschliche Gehirn richtet sich zunächst in einem autonomen Prozess nur nach der Semantik, nur nach den Bedeutungen. Und solche Dinge wie Kontext oder welche Person oder Intention dahinter stehen, das spielt erstmal für die Verarbeitung keine Rolle. Verbalantisemitismen wirken immer toxisch. Das muss man wissen. Und entsprechend ist eben die Fragestellung, ob jemand mit seinen sprachlichen Äußerungen oder seinen Bildern antisemitisches Gedankengut in die Gesellschaft trägt und damit eben entsprechend das Ressentiment reaktiviert und tradiert. Für mich ist Judenfeindschaft kein soziales oder politisches Phänomen, sondern ein kulturhistorisches. Es ist ein kollektiver Gedanken- und Gefühlswert, also eine kulturelle Konstante und die Quintessenz aufgrund meiner empirischen Untersuchung von Antisemitismus lässt sich in einer Trias beschreiben. Die Trias Kognition, Emotion und Sprache. Wir haben einmal die geistigen Stereotype, das sind Phantasmen, die über Juden und Judentum ausgesagt werden.
Das ist aber auch daran gekoppelt, eine sehr starke kollektive Emotion, eine affektive Dimension, die wesentlich ist für Antisemitismus, es immer war. Und die Sprachgebrauchsmuster im kommunikativen Gedächtnis, wobei alle meine Untersuchungen zeigen, dass wir bis zum heutigen Tag immer wieder zurückkommen zur Rhetorik der Genese. Und diese Genese liegt eben in den ersten 5 Jahrhunderten nach christlicher Zeitrechnung. Das heißt, die Verdammnisrhetorik der Kontra-Judäus-Schriften. Und das ist auffällig, diese extreme Kontinuität, die sich eben immer wieder entsprechend zeigt. Und ich werde das an Beispielen dann erörtern. Noch kurz zur Definition von Verbalantisemitismus. Der umfasst alle Äußerungen, mittels derer Juden und Judentum direkt oder indirekt, intentional oder eben auch nicht intentional, über solche Phantasmen, Projektionen, also Stereotypzuweisungen, das sind eben immer Derealisierungen im Antisemitismus, also bar jeder Realität, entsprechend dann diskriminiert, entwertet oder diffamiert werden. So, wir kommen jetzt zu den aktuellen Manifestationen von Antisemitismus im 21. Jahrhundert. Hier unterscheide ich nicht, wie sonst üblich, drei, sondern vier Manifestationen. Das ist einmal natürlich der rechtsextreme und rechtspopulistische Antisemitismus. Hier zeigen unsere Korpusstudien, dass eine Symbiose von klassischem Antisemitismus mit Post-Holocaust-Antisemitismus besonders salient ist. Die typischen Kennzeichen wie Nationalismus, Rassismus, Geschichtsrevisionismus und Holocaust-Relativierung. Und wir haben eine sehr starke Abwehr von Erinnerungskultur. Also es hieß schon vor Jahrzehnten, dass die Deutschen sich vom Schuldkult, Zitat, befreien sollten. Wir haben daneben einen ebenso virulenten linken und linksextremen Antisemitismus. Hier ist aber anders als im Rechten der israelbezogene Antisemitismus dominant, leugnet aber gleichzeitig antisemitische Dimensionen zu enthalten, zeichnet sich durch einen ausgesprochenen Antirassismus nach außen getragen aus und erscheint insbesondere in der Camouflage Kritik an Israel oder Antizionismus. Und typisch für einen linken Antisemitismus sind Boykottaufrufe, Allianzen mit BDS. Aber auch hier haben wir vermehrt eine Abwehr der Erinnerungskultur, nur etwas anders als bei Rechten. Also der Slogan, der derzeit ja oft zu lesen und zu hören ist, Free Palestine from German Guilt, also ein ganz krudes Geschichtsbild, als ob allen Ernstes der Staat Israel auf deutsche Schuld aufgebaut wäre. Wir alle wissen, dass die Zionisten dafür verantwortlich waren, dass es einen jüdischen Staat gibt und nicht Hitlers Antisemitismus. Das wird aber gerne als Argument benutzt im aktuellen Diskurs. So. Wir haben dann drittens den muslimisch-islamistischen Antisemitismus. Hier ist dominant der klassische mit dem israelbezogenen Antisemitismus. Ohnehin lassen sich diese beiden Formen überhaupt nicht trennen. Ganz, ganz dominant haben wir vor allem bei den Social Media gesehen, dass die Verschwörungsfantasien dominant sind. Anders als in den gerade erwähnten, die religiöse Dimension ist salient. Immer wieder Bezug auf Koranstellen, immer wieder Bezug auf 1400 Jahre Judenhass. Wir haben auch hier eine Abwehr von Erinnerungskultur und dieser Antisemitismus ist ganz ausgeprägt eliminatorisch. Also wir haben neben den Verschwörungsfantasien immer wieder die Wünsche, also bombt Israel, tötet das internationale Judentum. Und jetzt komme ich zum Thema meines heutigen Vortrags, also dem Feuilleton-Antisemitismus, früher Salon-Antisemitismus. Das ist ein mittig gebildeter Antisemitismus, der in Camouflage auftritt, der selber natürlich vehement leugnet, irgendetwas mit Antisemitismus zu tun hat. Auch bei ihm treten Shoah-Relativierungen insbesondere im Rahmen des Postkolonialismus auf. Auffällig ist eine pseudorationale Rhetorik. Dahinter verbirgt sich aber das alte Hassressentiment. Und diesen Antisemitismus werden wir jetzt etwas genauer unter die Lupe schauen.
Sehr großes Korpus. Ich lese jetzt nicht alles vor. Also ich habe seit 2010 öffentliche Diskurse und entsprechende Debatten untersucht, die Augstein-Debatte und seine antisemitischen Kolumnen, das viel diskutierte Grass-Gedicht, die mediale Berichterstattung zum Nahostkonflikt und dann vor allem spezifisch in den letzten 4 Jahren die Kontroverse zu Mem B, der durch Verbalantisemitismen auffiel. Dann die Initiative Weltoffenheit zum BDS-Beschluss des Bundestages 2020. Also man kritisierte den Bundestagbeschluss und sagte, man solle doch die Gelder für BDS nicht stoppen. Dann die sogenannte GEA, das ist ein politisches Pamphlet, das im März 2021 in die Öffentlichkeit getragen wurde mit dem Anspruch, eine Alternative zur bewährten IRA-Definition zu sein. Und dann natürlich auch Diskussionen um die Documenta 15, den Historikerstreit und zuletzt den antisemitischen Skandal der Berlinale. Und flankierend immer wieder ein Subkorpus aus meinem mittlerweile 20.000 E-Mails umfassenden E-Mail-Korpus, das ist ein Subkorpus, 950 E-Mails und Briefe von Akademikern, die mit Rang und Titel und Namen und Adresse geschrieben haben. Okay. Die Leitfragen waren, welche Argumente, welche judenfeindlichen Stereotype und welche Konzeptualisierung sind dabei dominant? Erstes Ergebnis über alle Grenzen hinweg sehen wir eine unglaubliche Uniformität, also eine Homogenität in Bezug auf Antisemitismen, ganz gleich, ob sie von rechts, links, Mitte, muslimisch oder von Atheisten kommen. Natürlich haben wir gewisse stilistische Unterschiede, aber das ist auch das Einzige. Also von der Semantik her greifen sie in großer Redundanz und Monotonie tatsächlich auf die alten Muster der judenfeindlichen Sprache zurück. Und wir haben zwei Dimensionen, nämlich einmal die Projektion von klassischen Stereotypen, der kollektive Jude beispielsweise, der Kindermörder, aber auch der Landräuber, wobei es mir immer wieder wichtig ist zu betonen, das Landräuber-Stereotyp ist nicht erst 1948 in den antisemitischen Diskurs gekommen. Ja, also ich habe zahlreiche Stellen aus dem 19. Jahrhundert, wo Juden schon Landraub vorgeworfen wird, und auch in der frühen Neuzeit schon einige Stellen gefunden. Das zweite betrifft die Äquivalenz argumentativer Muster. Dazu werde ich gleich auch einige Beispiele bringen. Und ganz spezifische Sprachstrukturen, zum Beispiel Hyperbeln, also Israel als die schlimmste, die gefährlichste Sache der Welt. Und Dysphemismen, das sind Ausdrücke, die eben völlig derealisierend und bar jede Realität Dinge beschreiben. Insgesamt sehen wir seit 20 Jahren die sogenannte Israelisierung der antisemitischen Semantik in all unseren Korpora homogen. Über 60% im Mittelwert sind israelbezogener Antisemitismus, wobei es immer wieder zu betonen ist, dieser israelbezogene Antisemitismus ist nichts Neues und er ist auch kein politisches Phänomen. Er basiert auf der uralten Judenfeindschaft, hat sich nur eben modern angepasst, also folgt der Adaptionslogik von Antisemitismus. Wir sehen hier sehr starke Synergien in den verschiedenen Gruppen, teilweise auch auf der Straße. Ja, bei den letzten Hassdemonstrationen gegen Israel sind linke und muslimische Antisemiten mehr oder weniger Hand in Hand gelaufen. Die Israelisierung, wie Yehuda Reinhartz und ich sie seinerzeit schon beschrieben haben, basiert auf drei Aspekten. Erstens die Projektion uralter Stereotype auf Israel als das wichtigste, als das salienteste Symbol jüdischen Lebens. Zweitens kollektive Übergeneralisierung, das heißt, Juden weltweit werden verantwortlich gemacht. Und wir haben aber auch einen disproportionalen Thementransfer, das sieht man dieser Tage besonders deutlich. Ganz gleich, welches Thema zu Juden oder Judentum kommt, sofort kommt der Transfer zu Israel und zu Nahost. Also es gibt kaum noch einen Diskursbereich, der tatsächlich bei Juden und Judentum bleibt und nicht abdriftet. Dass es kein politisches Phänomen ist, sehen wir in unseren Korpusanalysen, zum Beispiel bei der Beschneidungsdebatte, aber auch immer wieder in der Unterhaltungsbranche. Unser großes Pilotprojekt zu Judenhass im World Wide Web, Mark hat es schon kurz angesprochen, hat immer wieder sehr deutlich gezeigt, egal in welchem Terrain wir im Internet uns bewegen, ob das Vögel in Israel sind, ob das Naturkatastrophen sind, ob das European Song Contest ist, also hat nichts mit Nahostkonflikt zu tun. Und trotzdem sind all diese Verbalantisemitismen
in diesen Foren zu finden. Ganz kurz, damit die nächsten Beispiele besser einzuordnen sind. Ich habe aufgrund der Korpusanalysen und wissenschaftlichen Untersuchungen Kriterien für israelbezogenen Antisemitismus seinerzeit aufgestellt. Und das einzig Wichtige daran ist, dass ich eben anders als Nathan Scharansky nicht ein 3D-Modell, sondern ein 4D-Modell habe. Und die oberste Kategorie in diesem 4D-Modell, Entschuldigung, ist die Derealisierung, ja, also die Projektion von Phantasmen, von Falschaussagen auf den jüdischen Staat Israel. Und ansonsten haben Sie die Phänomene, also unikaler Fokus, Dehumanisierung, Dämonisierung, Delegitimierung, die Übergeneralisierung. So, gucken wir uns einige Beispiele konkret an. Der Prototyp-Argumentation, antijudaistische Stereotype projizieren, das ist erstmal aus dem E-Mail-Korpus. Da fragt ein, Entschuldigung, promovierter linker Akademiker den Zentralrat der Juden in Deutschland, entspricht womöglich die exzessive Gewalt in Israel, die auch den Mord an Kindern einschließt, der langen Traditionslinie ihres Volkes? Da sehen Sie diese kollektive Übergeneralisierung. Ähnlich ist es bei dem Juraprofessor, auch an den Zentralrat der Juden. Hintergrund ist wohl die zionistische Idee, ein auserwähltes Volk zu sein, also für die Verbrechen Israels, Zitat. Immer wieder auch bei hochgebildeten Menschen die Ultima Ratio des Antisemitismus, nämlich den jüdischen Staat entweder auszulöschen oder komplett zu verändern. So schreibt ein Professor der Geisteswissenschaften, der sich als links antirassistisch bezeichnet. Israel ist eine Anomalie und sollte in unser aller Interesse friedlich aufgelöst werden. Oder erst Jesus ermordet und jetzt die Palästinenser, eine sehr frequente Phrase, die sich immer wieder in den E-Mails an den Zentralrat der Juden in Deutschland findet. Oder das alte jüdische Gesetz der Rache, das Kindermordstereotyp, hier ein Gymnasiallehrer aus Halle, immerhin ein Geschichtslehrer. Und ganz öffentlich 2022, eines von vielen Beispielen, ein promovierter Historiker aus Österreich und erklärter Marxist. Wenn wir im Buch Deuteronomium blättern, also das fünfte Buch Mose, dann können Zionisten schier eine Anleitung zu ihrem Verhalten in Palästina herauslesen. Also hier der, er leugnet natürlich, ein Antisemit zu sein, benutzt gleichzeitig ein klassisches judenfeindliches Stereotyp, die Gewalt, die eben zurückgeht und verankert ist in der jüdischen Geschichte. Und dann hat er unter anderem dieses Zitat, sollst du, also wenn die sich nicht ergeben, sollst du alle männlichen Personen mit scharfem Schwert erschlagen. Und so die Argumentation gegen die Zionisten jetzt mit den Palästinensern um. Ganz aktuell salient ist die Kontextualisierung. Hier wird klassische Judenfeindschaft. Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. So. War Implikatur reaktiviert, umso gefährlicher. Haben wir einmal genau einen Monat nach dem Massaker an Juden in einem Interview, wo es ausgerechnet um die Frage geht, wo beginnt Antisemitismus, ein Historiker und immerhin der stellvertretende Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung, auf die Frage des Journalisten, welche Begründung es denn für das Pogrom gibt, kommt dann. Andererseits stimmt es, dass die Angriffe der Hamas nicht ohne den Kontext der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern verstanden werden können. Oder die UN-Sonderberichterstattung, die an Macron schreibt und nicht irgendeinen Antisemitismus sieht, sondern das Pogrom zurückführt auf Israels Unterdrückung. Oder ganz prominent die Gender-Ikone Judith Butler, die das Pogrom einen Aufstand, einen bewaffneten Widerstand nannte und keinen Antisemitismus sah. Alle drei vereint, dass sie auf eine Erklärung zurückgreifen, das Argument der Jahrhunderte in der Judenfeindschaft entsprechend aufgreift. Wenn Juden getötet werden, wenn sie ausgegrenzt werden, dann verdienen sie es, weil sie es provoziert haben. Ja, sie provozieren Gewalt und sie tragen die Verantwortung für Judenhass. Diese Kontextualisierung findet sich entsprechend sehr, sehr massiv in den öffentlichen Medien, die hier tatsächlich auch grob versagen, indem sie nicht den Finger auf solche Argumentationsmuster legen und zumindest mal kritisch nachfragen.
Omar Bartow, ein bekannter Genozidforscher, am 17.10., also gerade 10 Tage nach dem Pogrom, mit der Schlagzeile Netanyahu hat den Wind gesät, sieht zum einen die Zukunft Israels nicht wegen der Gefahren, die ihm von seinen Feinden drohen, also eben, das besorgt ihn, sondern wegen seiner eigenen Politik und angesichts der erklärten Vernichtungsartikulationen von Hisbollah, Hamas und gerade Iran, den wir in der Tat gesehen haben, ist diese Meinung von ihm nicht nur krude, sondern entsprechend natürlich zurückzuweisen. Dann wird er vom Journalisten zum 7.10. befragt, welche Gründe er als Historiker sieht. Und dann sagt er eben entsprechend, zu den Ursachen gehört seit 56 Jahren die Unterdrückung von Millionen von Palästinensern, die sich in einem Apartheidsregime bewegen. Also hier haben wir das alte klassische Argument reaktiviert in einer gebildeten Rhetorik. Auffällig bei unserem gebildeten Antisemitismus ist, dass sie sich immer selbst legitimieren und erhöhen, indem sie sich beziehen auf moralische Kategorien und eine übergeordnete Ethik. Und da heißt es dann eben im Namen der Humanität oder der Menschlichkeit oder ich als Deutscher habe aus der Geschichte gelernt. Oder wir haben die persuasive Strategie, dass Jüdinnen und Juden auftreten und sich als Autoritäten ausgeben und sagen, ich als Jude sage das und das und das zu Israel. Und sie beziehen sich immer auf Verpflichtung und Verantwortung, also auf sehr edle Motive. Und die Kollokationen, die hier auffällig sind, ist einerseits eben, dass die zivilisierte Welt, die aus der Geschichte gelernt hat und um des Weltfriedens willen Israel ermahnen muss. Und auf der anderen Seite, wir haben hier diese Fallhöhe natürlich entsprechend auch, ja, die Schande und das Versagen Israels. Kommunikativen Strategien und Muster habe ich in Deutsch und Englisch mal übernommen. Es ist einmal die Leugnung, ich bin kein Antisemit, Selbstlegitimierung, das hatten wir gerade, dann die Rechtfertigung, das hatten wir auch als Argument. Und ganz wichtig, was Antisemiten seit Jahrhunderten tun, epistemische Rechtfertigung. Ja, also immer der Verweis, das, was ich sage, ist die absolute Wahrheit. Man lese im 19. Jahrhundert Wilhelm Marr, der hat genauso argumentiert. Ist wichtig, sie deuten ihre Antisemitismen immer um. Es ist immer nur besorgte und politische Kritik und niemals ist es Antisemitismus. Auffällig im gebildeten Antisemitismus ist das, was ich einen woken Manichäismus nenne. Also die woken gebildeten progressiven Antisemiten beziehungsweise diejenigen, die Antisemitismus produzieren, ob sie das jetzt intentional oder nicht intentional machen, wie gesagt, spielt keine Rolle, haben eigentlich für alles Verständnis. Ja, sie sind durch und durch woke und sie haben Verständnis für alle Minoritäten und alle ihre Idiosynkrasien. Es gibt nur einen einzigen Ausnahme, und das ist Israel. Also für das Bedürfnis jüdischer Israelis im Staat so zu leben, wie sie sich das vorstellen und nicht fremdbestimmt durch die Humanisten der Welt, dafür gibt es keine Toleranz. Und passend dazu ist, das ist ein Fallbeispiel, diese Initiative Weltoffenheit, die sich eben dafür aussprach, BDS als Meinungsfreiheit zu akzeptieren. Wenn wir uns angucken, die Selbst- und Fremdlegitimierung der BDS geschieht durch Euphemismen. Ja, sie wird bezeichnet als eine Bewegung des gewaltlosen politischen Widerstands. Die Praxis zeigt genau das Gegenteil. Wir haben einen dysphemismen Antisemitismus. Das sind obsessive, aggressive, überhaupt nicht problemlösungsorientierte Menschen, die in den letzten Monaten ja auch massiv gestört haben. Und man hat gezeigt oder gesehen, ganz egal, auch wenn es Kritiker der israelischen Regierung beispielsweise sind, jeder Israeli wird niedergeschrien. Und ich habe deshalb für BDS das Akronym Brüllen, Drangsalieren, Stigmatisieren. Das passt eigentlich ganz gut zur Praxis von BDS. Und wie gesagt, es gibt eine unikale Ausnahme im Wokeness-Universum der Progressiven und Linken, und das ist Israel. Noch ein Fallbeispiel, Alaida Aßmann, für diejenigen aus der internationalen Community, die nicht so gut kennen. In Deutschland ist sie auf jeden Fall eine sehr prominente Dame. Sie ist eine emeritierte Literaturwissenschaftlerin.
Und sie hat sich seit der Membe-Debatte eingeschaltet, immer wieder in den Diskurs. Und hier stoßen wir auf die Hybris der Verbesserungsvorschläge, die wir eben in den Jahrhunderten der Judenfeindschaft immer wieder gesehen haben. Also Juden muss man verbessern, Juden muss man sagen, wo es lang geht. Und entsprechend hat sie dann geschrieben, also wir haben hier eine Trennungslinie zwischen denen, die bemüht sind, den Staat Israel mit ihrer Kritik zu unterstützen und zu verbessern. Und denen, die gegen jegliche Kritik immunisieren wollen, ist dann so ein Feindbild aufgebaut. Aber das Entscheidende ist eben, dass es sehr, sehr seltsam anmutet, wenn eine Deutsche mit Verbesserungsvorschlägen für den jüdischen Staat öffentlich auftritt. Und nach dem Pogrom des 7. Oktober sorgt sie sich wieder um die Zukunft des Staates Israels und betont, auch diese Sorge müsse von den Deutschen mitgetragen werden. Ich komme zum Narrativ und den Konzeptualisierungen. Insgesamt zusammengefasst haben wir einige Hauptkonzeptualisierungen. Also einmal, wir sind die Guten, die Wissenden, die moralisch Überlegenen. Ich habe das in Kapitelchen geschrieben, das ist die kognitionswissenschaftliche Notation, wenn es geistige Repräsentationen sind. Man gibt sich progressiv, demokratisch, moralisch integer und epistemisch auf der richtigen Seite stehend. Die Antisemitismus-Definition, die man vertritt, ist eine, wie Evyatar und ich es genannt haben, Antisemitismus-Light-Konzeptualisierung. Also alles, was problematisch ist, wird ausgeklammert. Antisemitismus, das haben wir auch in der GDA, ist nichts anderes als Rassismus und kommt von rechts. Dann die Konzeptualisierung, Israel ist Besatzer und Unterdrücker. Das heißt, die Agens und Patiensrollen sind fixiert. Auffällig, der muslimische Judenhass ist in diesen Diskursen kein wirklicher Judenhass, sondern wird als politische Empörung, das haben wir auch bei Al-Haider Asmann, und als etwas sekundär Übernommenes definiert, wobei 1400 Jahre muslimischer Judenhass eben entsprechend auch ausgeklammert werden. Dann eine weitere Konzeptualisierung, die Gründung des Staates Israel basiert auf Unrecht. Zu der postkolonialen Konzeptualisierung komme ich gleich noch. Marc, ich werde wahrscheinlich ein bisschen über die Zeit kommen, aber Sie hatten gesagt, das wäre nicht schlimm, oder? Ist okay? Dann unser Mitleid gehört den Unterdrückten und die Unterdrückten sind die Palästinenser. Und diese selektive Empathie führt teilweise eben zu dieser sophistischen Eiseskälte, die ich am Anfang meines Vortrags angesprochen habe. Drei weitere: Deutschland muss den Umgang mit seiner Vergangenheit neu definieren. Die Präzedenzlosigkeit der Shoah wird in Frage gestellt. Die Erinnerungskultur wird kritisiert. In Deutschland werden unsere Stimmen unterdrückt. Da haben wir das Phantasma des Meinungsdiktats, auch kein neues Phänomen, hat man auch im 19. Jahrhundert schon gehabt. Und eine ganz starke Opferinszenierung. Und dann kommt die obsessive Weltrettungsfantasie mit der Konzeptualisierung, wir schweigen nicht und artikulieren dennoch mutig die Wahrheit, obwohl sie jeden Tag dreimal in den Medien sind. Und auch hier wieder das Versagen der Medien, diese Stimmen darauf hinzuweisen, dass sie sich selber widersprechen. Einfluss der Postkolonialstudien ist stark, ist wichtig, gekoppelt an das Phantasma des Philosemitismus, also Israelis werden als Kolonialisten und die Palästinenser grob übertrieben als Indigene bezeichnet und Israel hat entsprechend eben ein Kolonialregime der Apartheid eingerichtet. Einer der Hauptvertreter, viel in den deutschen Medien Raum bekommen, ist der australische Genozidforscher Dirk Moses. Allerdings sind seine Thesen überhaupt nicht neu, ja, also zum Beispiel seine Sakralisierungsthese. Das hat Günther Zehm 2001, also ein Rechter aus stramm rechts, schon genau so formuliert. Offensichtlich ist Dirk Moses nicht klar gewesen, dass er hier originär rechtsextreme Erinnerungsabwehr einfach reaktiviert. 2014 Gaza-Konflikt im öffentlichen Fernsehen in der Anne-Will-Talkshow war schon von Todenhöfer zu hören, Israel ist eine europäische Kolonie auf arabischem Boden. Also das ist nichts Neues, aber in den letzten Jahren hat sich das im Feuilleton Antisemitismus stark ausgebreitet und intensiviert. Wozu das führt, zeige ich Ihnen an zwei Beispielen. Einmal also eine krude Pervertierung von Postkolonialen Studien
führt tatsächlich zur kollektiven Diskreditierung von Juden. Zum Beispiel Black Hammer, das gehört zur Black Lives Matter Unterbewegung. Da wird Anne Frank als ein weißes jüdisches Mädchen, als ein Colonizer auch entsprechend bezeichnet. Und er hat auch im Internet schon medienwirksam das Tagebuch von Anne Frank verbrannt. Eine weitere Pervertierung dieses Ansatzes hat sich unmittelbar nach dem 7.10. gezeigt. Da haben wir eben diese Empathielosigkeit, diese Eiseskälte, die typisch ist für antisemitisches Fühlen, also vom ganz linken Spektrum. Über 300 junge progressive Israelis waren ja abgeschlachtet worden auf dem Festival. Und der Post sagt, unsere Kinder feiern keine Festivals nahe eines Militärstützpunktes in besetztem fremden Land, unweit eines Aussichtspunktes, wo Siedler seit Jahren die Bombardierung mit anschauen und bejubeln. Und das sind die Auswirkungen der geistigen Brandstiftung. Kollektive Beeinflussung, gerade diese progressiven Gebildeten, ist natürlich besonders gefährlich, weil sie eine ganz andere Reichweite haben als Extremisten und Radikale. Warum? Wenn jemand mit dem Anspruch kommt, ein Humanist, hochgebildeter Antirassist zu sein, dann stehen diese Leute nicht unter dem Generalverdacht. Und deshalb ist ihr Persuasionspotenzial eben wesentlich gefährlicher und größer als das von den Rändern. Persuasiv flankiert wird dieses Persuasionspotenzial von jüdischen Stimmen, die sich allerorten als natürliche Autoritäten ausgeben. Und hier, in dieser gebildeten Rhetorik, wie ich sie jetzt kurz skizziert habe, liegt eigentlich seit 2000 Jahren der Kern der geistigen Brandstiftung, der Kern von Antijudaismus und Judenhass. Und wenn wir dann sowas wie Greta Thunberg und Naivlinge, Ignoranten, Radikale und Extremisten hören und sehen, das sind nur die Brandbeschleuniger, aber sie sind nicht die geistigen Väter und Mütter. Das sind seit eher die Gebildeten, die an den Schreibpulten warten. Da auch die Medien ganz, ganz krass versagen, möchte ich an einem Beispiel klar machen. Also liberale Mainstream-Medien geben eben diesem progressiven Antisemitismus viel, viel Publikationsraum und teilweise reproduzieren sie selber eben dann auch Antisemitismen, nicht intentional. Jens Jessen zum Beispiel fragte, wie divers darf Israel-Kritik sein in der Zeit? Das ist das Zitat oben. Jessen, Neyman, Menasse, Feldmann, also er führt jüdische Israel-Kritiker auf und er sagt dann am Ende des Artikels, bestimmte Formen der Israel-Kritik, er sollte auch dieses Kompositum übrigens nicht benutzen, müssen ein jüdisches Privileg bleiben. Deutsche sollten sie nur respektieren, aber nicht bejubeln. Was Jens Jessen hier aber qua Implikatur macht, ist A, reaktiviert er einen uralten Antisemitismus, nämlich die Differenzkonstruktion Juden versus Deutsche. Und B, legitimiert er jüdische Verbal-Antisemitismen. Er gibt praktisch einen Freibrief. Wenn jemand jüdisch ist, dann darf er noch so viel Antisemitismus produzieren. Das müssen wir respektieren, ist natürlich hanebüchen. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden über das Versagen der Medien berichten, aber hier verweise ich tatsächlich auf ein Buchkapitel, wo ich das ausführlich besprochen habe. Also Jews are News and Bad Jews are Good News über Massenmedien und ihre Narrative. Das sind 15 Jahre Forschung, wie der Nahostkonflikt im öffentlichen medialen Kommunikationsraum behandelt wird. Die Opferinszenierung habe ich schon besprochen, deshalb skippe ich das. Ja, also Susan Neyman zum Beispiel tritt immer wieder auf, ist immerhin die Direktorin des Einstein-Forums. Wir erleben einen neuen McCarthyismus. Sie widerspricht sich natürlich selber die ganze Zeit, weil sie ja eine Stimme ist und diese Stimme zuhauf bekommt. Eine ganz starke Abwehr von Faktizität und Delegitimierung von Antisemitismusforschung. Das ist entweder in den Tweets des FAZ-Journalisten Patrick Barners, der israelbezogenen Antisemitismus als eine Erfindung bezeichnet, oder aber es ist eben auch die jüdische Stimme von Moshe Zimmermann in der Berliner Zeitung 10 Tage nach dem Pogrom, wo er behauptet, der israelbezogene Antisemitismus sei nichts anderes als ein Slogan, um legitime Israelkritik zu verhindern. Auch das natürlich eine hanebüchene Realisierung.
dass das nichts Neues ist, dieser jüdische Anti-Israelismus und Anti-Zionismus und dass er sich als Ethik kamoufliert. Das hat insbesondere Eviatar Frisell, mein Mann, in den letzten Jahren immer wieder betont und dazu geforscht und publiziert. Und die beiden folgenden Beispiele sind auch von ihm. Das ist einmal 2002, also Judith Butler, die dafür plädiert, jüdisch sein müsse sich strikt vom Zionismus abtrennen und argumentiert eben immer wieder mit der Ethik, die ethische Relation, die Ethik. Also es ist immer wieder eine Ethik, also diese Selbstlegitimierung. Wir haben aber auch die Obsessivität eines jüdischen Anti-Israelismus, zum Beispiel 2002 bei Jacqueline Rose. Die berichtet, dass sie fliegt 1980 im Flugzeug und neben ihr sitzt eine junge Palästinenserin. Und die Palästinenserin fragt sie, Are you Jewish? Und dann fragt sie, You think Israel belongs to you? Und dann sagt Jacqueline Rose, No, I replied, surprised by my own urgency. I think it belongs to you. Also hier wieder die Delegitimierung des jüdischen Staates. Und wenn das eben aus der persuasiven Strategie, ich als Jüdin weiß, dass alles ganz genau kommt, ist es natürlich besonders toxisch. Eineinschätzung hochgefährlich. Letzter Skandal, die Berlinale und die Geschäftsführerin gefragt bei Dreisat Kulturzeit, was sie denn dazu sagen würde. Dann verweist sie auf die Meinungsfreiheit und das Wort Genozid hält sie nicht für einen antisemitischen Begriff. Gut, da hätte die Moderatorin natürlich kritisch rückfragen müssen, hat sie nicht gemacht. Das ist das Problem, wenn Laien sich zu Antisemitismus äußern. Viel gefährlicher ist es aber, wenn sich Experten laienhaft zu Antisemitismus äußern und ihn als Meinungsfreiheit umdeklarieren. Klassisches Beispiel, Paradebeispiel, Meron Mendel, der Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte, überall herumgereicht als Experte, der eben entsprechend dann zitiert wird in den öffentlich-rechtlichen Medien. Mendel sieht keinen Antisemitismus bei der Berlinale. Und das ist ein Zitat von ihm. Es ist falsch, Israel einen Völkermord vorzuwerfen, aber antisemitisch ist es nicht. Wenn Sie an das Modell denken, was ist Verbalantisemitismus? Das ist purer Verbalantisemitismus, ne? Und er legt nach, ich würde von anti-israelischen und einseitigen Äußerungen sprechen, aber nicht von antisemitischer Rhetorik. Nur antisemitische Rhetorik zeichnet sich in der Quintessenz dadurch aus, dass unwahre Aussagen, falsche Aussagen über den jüdischen Staat entsprechend projiziert werden. Ja, das ist nichts Neues. Er hat auch zur Documenta im Interview mit Stefan Hensel, als er gefragt wird, ob es antisemitisch sei, den Staat Israel zu diffamieren, sagt Hensel ja. Und Mendel geht wieder auf die Meinungsfreiheit und sagt, nein, aber das gehört doch dazu, dass wir einseitige Positionen artikulieren. Nur einseitige Positionen dieser Art nennt man Antisemitismus. Ich komme zum Ende langsam. Das Problem ist sehr alt. Im 19. Jahrhundert waren die Superspreader, die Bildungsromane von Charles Dickens, Oscar Wilde und vielen anderen, progressive, liberale Autoren. Ganz besonders deutlich sieht man, dass auch demokratiefreundliche und judenfreundliche oder nicht judenfeindliche Autoren Verbalantisemitismen produziert haben. Jakob Grimm, er war immerhin 1848er Abgeordneter. Ja, er vertrat die französischen Revolutionsregeln. Er war für Demokratie, für Öffnung, für Meinungsfreiheit, für Pluralität, für geistige Freiheit. Aber in der Korrespondenz über seinen Widersacher Daniel Sanders, der ein Lexikologe war, kommt jedes dumpfe antisemitische Ressentiment des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck. Oder im Berliner Antisemitismusstreit von Treitschke, der Konservative, der Rückwärtsgewandte, der eben Juden vorwirft, ihr seid unser Unglück. Und Theodor Mommsen, der progressive, weltoffene, judenfreundliche Professor, der dagegen hält und gleichzeitig sagt, wir müssen aber auch die Mitschuld bei unseren jüdischen Mitbürgern sehen. Denn sie sollten jetzt mal nach so langer Zeit sich doch vielleicht dem Christentum unterordnen. Klassischer Antisemitismus von einem progressiven, linken Demokraten. Also bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war ja auch interessanterweise das Ausmaß unter Gebildeten größer als das bei weniger Gebildeten.
Und entsprechend glauben die Menschen, das sieht man in Kommentaren unter israelfeindlichen Beiträgen von Akademikern, die glauben einfach, was sie lesen und hören, wenn der Bildung Faktor ist. Ein Punkt, auf den ich jetzt nicht mehr intensiv eingehen kann, der durchaus wichtig ist, dazu könnte man einen eigenen Vortrag halten. Ein unglaublich stark etabliertes Theorem lautet, Antisemitismus ist antimoderne und richtet sich gegen Aufklärung, Liberalismus, Freiheit, Individualität, Pluralismus. Können Sie vergessen, dieses Theorem ist falsifiziert. Das stimmt einfach nicht. Antisemitismus als antimoderne bezieht sich nur auf den rechten, teilweise auf den muslimischen Antisemitismus, aber ganz sicher nicht auf den progressiven, liberalen Antisemitismus. Ich komme zum Fazit. Gebildeter Antisemitismus ist kein Widerspruch. Wir sehen im gebildeten Antisemitismus das alte antijudaistische Ressentiment, das epistemisch und affektiv benutzt wird. Wir sehen ein extrem geschlossenes Narrativ in seiner Konzeptualisierung. Wir stoßen geradezu auf ein Universum der Gewissheit. Diese hochgebildeten Menschen zeigen in Bezug auf ihr Weltbild keinen Zweifel. Ja, und für einen Wissenschaftler ist der Benefit of Doubt, ist der Zweifel, wie Popper es immer betont hat, einfach essentiell. Und was sie bieten einem willfährigen Publikum und einer Medienlandschaft, ist eine Pseudoethik, aber diese Ethik hat überhaupt keine Moral, sondern weist im Gegenteil eigentlich eine Antimoral. Sie sehen das an den Dissoziationen. Sie haben den Anspruch, legitim zu kritisieren, produzieren aber Verbalantisemitismus. Sie haben den Anspruch auf Wahrhaftigkeit, produzieren aber Derealisierung. Sie haben den Anspruch auf humanistische Integrität und versagen moralisch auf jeder Linie. Letzte Folie. Wir sehen die untrennbare Symbiose von Juden- und Israelhass und die Auswirkungen sehen wir jetzt gerade ganz massiv, dass das Sagbarkeitsfeld für Antisemitismus sich noch weiter verschoben hat und es verschiebt sich immer mehr von den Rändern zu seiner ursprünglichen Genese, nämlich zum Bildungssektor in der Mitte der Gesellschaft. Und das führt letztendlich mehr und mehr dazu, dass eben Kommunikationsformen des Verbalantisemitismus akzeptiert werden, breithin gesellschaftlich akzeptiert. Okay, gut, das war's. Dankeschön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Die Fülle dieser ganz konkreten Beispiele von Antisemitismen, die wirklich von gebildeten intellektuellen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die durchaus auch mit einer intellektuellen Autorität behaftet sind, daherkommen, zeigt nochmal, denke ich, nochmal sehr deutlich gemacht, wie virulent dieses Problem tatsächlich ist. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen und ich gucke jetzt gerade, ob ich Hände sehe, bis sich die ersten Leute melden, würde ich dann vielleicht dann auch noch die erste Frage stellen, weil ich sehe im Moment noch keine Hände. Wir haben vorher, und ich will das einfach mal aufgreifen, dieses Zitat, was Sie sagen, was immer wieder vorkommt, erst Jesus, jetzt die Palästinenser. Ja? Und da wird ja auch noch mal deutlich etwas, was Sie gesagt haben, die Homogenität der antisemitischen Stereotypen, die wir, das heißt also, letztendlich bezieht sich muslimischer Antisemitismus, christlicher Antisemitismus, rechter, linker, intellektueller Antisemitismus auf die gleichen Bilder. Gleichzeitig sprechen Sie von der Derealisierung der Realität als einem dieser greifbaren Kriterien und daraus ergibt sich ja, dass Antisemitismus oder auch diese Ausdrucksform von Antisemitismus ganz klar erkennbar und abgrenzbar sind und definierbar sind. Was sagen Sie vor diesem Hintergrund zu der Behauptung, die ja immer wieder aufgestellt wird, es wäre schwierig, israelbezogenen Antisemitismus von Kritik des Staates Israel abzugrenzen? Und was bedeutet diese Behauptung, die wir ja immer wieder im Diskurs haben, tatsächlich auch für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, beziehungsweise inwiefern behindert sie ihn? Ja, das ist natürlich eine dieser Fragen, die ich schon tausendfach entsprechend auch beantwortet habe. Ich weiß es, Sie wollen jetzt eine schöne Einstiegsfrage. Das ist wieder eine Derealisierung, ne? Das ist eine Schutzbehauptung. Also wenn wir behaupten, das ist so ein Holloman-Zitat, also ein Holloman-Argument, also ein leerer Mann, das existiert überhaupt nicht, das Problem. Wir haben keine Grauzonen, wir haben keine Probleme, antisemitische Äußerungen abzugrenzen von politisch legitimer Kritik.
Wenn man das aber behauptet, stellt man sich ja auf die sichere Seite und baut praktisch eben so ein Schutzargument auf. Und ich kann nur wieder und wieder das sagen, was ich seit über 10 Jahren sage. Also wenn man sich die Kriterien anguckt von Verbalantisemitismus, ist es überhaupt nicht schwierig, antisemitische Äußerungen ganz klar und ohne jeden Zweifel abzugrenzen von politisch legitimer Kritik. Und interessant ist ja auch, dass in unseren Korpusanalysen, ich habe noch nie, wirklich noch nie, und das ist schon ungewöhnlich, noch nie in einer politisch legitimen Kritik, die es ja durchaus gibt, ja, also man kann ja Netanjahus Regierung jetzt ganz viel kritisieren, entsprechend, dass noch nie ein legitimer Kritiker behauptet hat, ich bin kein Antisemit, und man darf bitte meine Äußerung nicht als Antisemitismus verstehen. Warum? Diese politisch legitimen Kritiker haben das nicht nötig, weil sie genau wissen, dass sie eben entsprechend auf faktische Argumente zurückgreifen. Wer so etwas tut und behauptet, den muss man schon mit einer gewissen Skepsis betrachten. Vielen Dank, Rolf Füllmann. Ja, Tag. Also erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich bin von der Universität zu Köln, die ja auch zurzeit da in die Schlagzeilen geraten ist. Ich denke, was bei der Benutzung bestimmter Begriffe auffällt, ist auch oder könnte auch ein gewisser Sündenbockeffekt sein. Also mir fiel auf in diesen Diskussionen, dass dass Begriffe wie Genozid, Massenvertreib oder auch sehr beliebt und traditionell natürlich auch verankert, Massaker, sehr oft verwendet werden oder auch Kolonialismus in Ländern in Bezug auf Israel, auf die man das, wenn man das etwas polemisch ansieht, auch selber oder vor allen Dingen selber zutrifft. Also sehr stark ist diese Liebe, muss man leider sagen, zum Genozidbegriff in Australien vertreten, ja, wo es tatsächlich ja solche Tendenzen gab. Natürlich ist Australien ein Produkt des Kolonialismus. Mehr als manches andere Land. Und ich habe sehr stark den Eindruck, dass das dann kontrafaktisch auf Israel projiziert wird. Also, dass man da eine Verliebe hat für bestimmte Begriffe, die dann dem Staat Israel kontrafaktisch, ja, übergestülpt werden. Ja, das ist mit Sicherheit so. Aber unabhängig von diesem Phänomen gehört es eben tatsächlich seit Jahrhunderten zum judenfeindlichen Diskurs, solche Dysphemismen und Derealisierungen zu benutzen. Also deshalb diese Aussage, ne, von der Berlinale Geschäftsführerin, das ist für sie kein antisemitischer Begriff. Das ist eben eine Laienauffassung. Also wir haben ja nicht ein Set von antisemitischen Begriffen, wo wir sagen können, also nur diese Begriffe sind jetzt genuin antisemitisch, sondern antisemitische Rhetorik zeigt sich eben in erster Linie darin, dass diese Phantasmen, diese Falschaussagen auf den jüdischen Staat projiziert werden. Ich sehe, dass Meron Mendel sich zugeschaltet hat und freue mich sehr. Bitte sehr, Mendel. Bitte sehr. Ja, also ein von den netten Zuschauern hat mir dann hier schöne Folie zugeschickt und ich finde es ist besser, wenn man miteinander redet und nicht übereinander. Leider war ich nicht, ich habe nur diese Folie, aber nicht das Argument, der dahinter steckt. Denn deswegen vielleicht können wir das kurz Revue passieren lassen. Wir sagen Sie, was Sie an meine Äußerung schwierig fanden oder kritikwürdig und vielleicht gehen wir in einen konstruktiven Austausch miteinander, wenn es in der Veranstalter und Ihnen recht ist. Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie sich zugeschaltet haben, weil, wie Sie wissen, liegt mir das Thema sehr am Herzen, wie Ihnen auch. Und mir ist es besonders wichtig, eben auch in Austausch zu treten. Und dafür sind ja auch diese öffentlichen, Vorträge entsprechend da. Also ganz kurz, da Sie leider nur die eine Folie jetzt gesehen haben, es ging, zum
am Anfang darum, klarzumachen, was ist Verbalantisemitismus. Ich habe die Hauptkriterien von Verbalantisemitismus skizziert. Das oberste Kriterium ist immer die Derealisierung. Das heißt, es werden Falschaussagen, Phantasmen auf Juden, Judentum oder Israel entsprechend projiziert. Und dann kam der Anlass Berlinale und da hat die Geschäftsführerin auf Kulturzeit eben, die ja eine Laien ist und keine Ahnung hat von Verbalantisemitismus, gesagt, sie würde nichts Antisemitisches an den Äußerungen der Berlinale-Teilnehmer, also die Apartheidsstaat, Genozidvorwurf und so weiter, benutzt haben. Und dann habe ich ihre, die Folie haben Sie ja jetzt gesehen, ihre Zitate genommen und habe gesagt, Meron Mendel ist ein Experte in Deutschland und wird entsprechend zitiert. Und wenn er dann praktisch das wiedergibt oder repliziert, was dann eine Laien sagt, also er sieht nichts Antisemitisches, sondern er sieht nur Falschaussagen, dann halte ich das für ausgesprochen problematisch, weil das ist eines der Hauptkennzeichen von Verbalantisemitismus oder verbaler Judenfeindschaft, dass eben Falschaussagen projiziert werden, Phantasmen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und wenn Sie dann sagen, ich sehe da keinen Antisemitismus, sondern nur Falschaussagen oder politisch korrekte Nichtaussagen, dann entsteht für mich hier einfach als Wissenschaftlerin eben ein eklatanter Widerspruch. Gut, dann das war den Begriff politisch korrekt habe ich nicht benutzt, sondern es geht tatsächlich um die Frage, wo ist Politisch das? falsch, politisch falsch. Nicht korrekt. Okay, ja. Also wir können uns dann vielleicht annähern und sagen, wo ziehen Sie die Linie zwischen politisch falsche und antisemitische Aussage? Ich Also ziehe diese. warum ist dann das Wort Genozid? Oder überhaupt sozusagen die Diskussion über um Genozid. Also wir können vielleicht noch, um die Gemeinsamkeit erstmal herauszuarbeiten. Ich glaube, dass der Begriff Genozid zur Beschreibung der Situation im Gazakrieg der falsche Begriff ist. Also soweit sind wir einig. Jetzt, Sie würden sagen, überhaupt die Diskussion darüber ist antisemitisch. Ich würde sagen, die Diskussion darüber ist nicht per se antisemitisch, sondern, dass man diese Diskussion findet, beispielsweise in Den Haag statt. Da hat Israel auch einen sehr angesehenen Richter, Ehud Barak, geschickt, genau um diese Diskussion zu führen. Und dann erklären Sie diese ganze Diskussion als antisemitisch. Nein, Wo ziehen ich Sie? habe, nein, da muss ich schon ein, ich habe nicht die gesamte Diskussion, sondern ich habe die verbal-antisemitischen Äußerungen als antisemitisch bezeichnet. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe am Anfang, es ist eben schade, dass Sie nicht den Anfang auch gehört haben, am Anfang erklärt, was ist meine Perspektive als Kognitions- und Gehirnforscherin? Aus der Perspektive des Gehirns spielt die Intention, spielen der Kontext, die Situation, die übergeordnete Diskussion keine Rolle. Das Gehirn im ersten autonomen Bedeutungsaktivierungsprozess aktiviert erstmal nur die Semantik. Und ganz gleich, in welchem Kontext und von wem und mit welcher Intention oder Nichtintention ein Verbalantisemitismus geäußert wird, er bleibt ein Verbalantisemitismus, wenn er bestimmte Kriterien aufweist. Und wenn Sie dann in der Öffentlichkeit sagen, also das ist, wenn jemand sagt, Genozid Israel, und das ist ja klar, also eine Diffamierung von Israel, dann würden Sie darin nichts Antisemitisches sehen. Da muss ich eben energisch widersprechen. Als Kognitions- und Sprachwissenschaftlerin ist das eindeutig ein Verbalantisemitismus. Und es spielt, wie gesagt, für mich überhaupt keine Erklären Sie, Rolle, warum ob ist es das. eindeutig für Ja, Balanzimetismus? ich glaube, wir müssen leider, ich finde es toll, dass sich diese Diskussion hier ergeben hat. Wir haben dieses Programm leider auf eine Stunde angelegt und der Ah, Zoom-Kanal okay. muss jetzt freigeschaltet werden. Nur um das ganz kurz vielleicht noch zu Ende. Ich denke, ein entscheidender Punkt ist ja, dass Frau Professor Schwarz-Frisell sagt, diese Genozidbezichtigung ist keine randomale rhetorische Übertreibung, sondern sie entspricht einem bestimmten Muster. Das heißt schon, die Nazis haben den Juden vorgeworfen, sie wollen einen Genozid an der deutschen Rasse, sie wollen einen Genozid an den Deutschen. Rechtsradikale werfen Juden vor, die wollen einen Genozid an der weißen Rasse. Ja, das heißt, wir haben hier, ich glaube, es geht ja auch darum, dass es nicht einfach eine randomale rhetorische Übertreibung ist, ja, sondern dass wir hier tatsächlich ein Muster haben, was antisemitischen historischen Mustern entspricht. Und ich glaube, Und das ist. Verbalantisemitismus lässt sich eben, ja,
Es gibt klare Definitionen in der Wissenschaft seit weit über 10 Jahren. Und wenn man diese Definitionen akzeptiert, die ja eben auf empirischen Untersuchungen und Dekonstruktionen und Analysen basiert und international akzeptiert sind, dann ist das Verbalantisemitismus. Punkt. Ja, und da Okay, gibt es auch wenn ich keinen darf, Zweifel. also damit wir das doch, ich weiß, die zeitliche Rahmen ist eine Eingrenzung, zwei Sätze, aber doch dazu. Ich finde gerade dieser Vergleich mit den Nazis macht klar, warum diese Analyse falsch ist. Denn diese Analyse klammert vollständig aus die reale Situation. Ich sage nicht, dass es ein Genozid ist, aber ich sage, dass was die Nazis an die Juden projiziert haben, das war eine, wie Adorno sagt, eine pathische Projektion. Es gab keine reale Konflikt zwischen deutsche Juden und nicht deutsche Juden. Das war eine reine Projektion. Demgegenüber, was wir in Israel und Palästina sehen, ist einmal ein realer Konflikt. Es wird über Territorium gestritten, es wird über Wasser gestritten, es wird über heilige Wasser, über Wasser, über heilige Orte und Wasser gestritten. Und auch über heilige Wasser gestritten. Von daher, diese Analyse kann man nicht so eins zu eins Herr anwenden. Und Mendel, ich würde auch genauso, ganz und anders argumentieren. genauso, Ich kriege und die genauso, Situation spielt lassen Sie mich keine kurz Rolle. ausreden. Doch, die Situation Nein. spielt eine Rolle. Und Nein. natürlich eine Situation, wo mehr als 30.000 Menschen umgebracht werden, ist grundsätzlich anders als eine Situation wie Juden rein Plus. auf, also zu seinem Plus Entschuldigung. Gehirngespinst, als Täter dargestellt werden. Das ist ein Unterschied, das ist ein Unterschied in der Realität. Und diese Realität, und wir Es tut mir können die sehr leid. Realität Ich kriege hier. unterschiedlich, und wir können die Realität unterschiedlich andeuten. Wie kann man sagen, warum Mendel, es tut mir der leid. Begriff des Genozid der Ich richtige muss oder der hier falsche einfach Begriff abbrechen. ist? Ich kriege einen Hinweis von der Aber Technik. Ich kriege einen Hinweis von der Technik, dass der Zoom-Kanal für die nächste Veranstaltung gebraucht wird. Das heißt, so oder so wird jetzt gleich dicht gemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich bin sehr froh, dass diese Diskussion entstanden ist und dass wir sie leider nicht weiter fortführen können. Vielleicht können wir das mal in einem anderen Rahmen machen. Ich möchte noch hinweisen auf unsere nächste Veranstaltung dieser Webinarreihe in 2 Wochen mit Tilman Tarach, wo es um die christlichen Wurzeln muslimischen Antisemitismus geht und die christlichen Wurzeln der antisemitischen Äußerungen, die wir auch im Zusammenhang mit dem 7. Oktober immer wieder sehen. Also nicht nächste Woche ist Pessach, sondern in 2 Wochen. Dann der Vortrag mit Tilman Tarach. Nochmal Entschuldigung, dass wir das an dieser Stelle ganz abrupt abbrechen müssen. Frau Professor Schwarz-Risell, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Herr Mendel, herzlichen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben und dass wir hier diese Diskussion hatten. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da heute dabei gewesen sind. Und ich hoffe, ich sehe Sie dann oder viele von Ihnen in 2 Wochen bei dem Vortrag von Tilman Tarach wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bye bye. Ja, gerne setzen wir das vor.